den Support für Bits und so. Herzlichen Dank. Schaut euch einfach mal an. Jo, dann haben wir gesehen, ein neuer Take auf die glückliche Familie von Amazon. Oh ja. Ja, ich suche mal kurz das Video raus. Das Ding heißt Amazon Echo und ist die unheilige Heirat von Siri und einem Bluetooth-Lautsprecher. Ja, ganz genau. Also sieht so ein bisschen so aus wie so ein großer Kaffeebecher mit ohne Kaffee drin und so ein Deckel oben drauf. Und da kann man reinreden. Also ich weiß ja nicht, ob wir jetzt dem Video schon was vorwegnehmen wollen, aber wirklich, du hast es schon gesagt, es ist einfach ein Gerät, das ich mir irgendwie in meine heimischen vier Wände stellen kann, das mir zuhört. Und das sieht man jetzt sicher in diesem ominösen Video auch gleich, das einem auch immer zuhört. Spätestens da wird es so ein bisschen, da wird aus der glücklichen Familie so ein bisschen die creepige Familie. Ja, der Werbespot ist ja nochmal eine eigene Geschichte eigentlich. Ja, ne? ja, genau. Das Produkt ist die eine Seite und der Werbespot ist nochmal was anderes. Der Werbespot ist schon nochmal ganz, ganz seltsam. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das Produkt so schlimm finde, wie man das finden sollte. Aber der Spot auf jeden Fall. Is it for me? It's for everyone. It's called Amazon Echo. How's it going? I'm just finishing up right now. Is it on? Oh, it's always on. Can it hear me right now? Also diese Hinweise in dem Video schon. So, it's for everyone. It's always on. So harmlose kleine Frage. Ja, ja. So, ja gut, aber ich meine, immerhin schwenkt niemand seine Genitalien irgendwie durchs Bild. Ich meine, das war das bis jetzt unbestritten allerbeste Produkteinführungsvideo aller Zeiten, das Amazon von sich gegeben hat. Insofern, ja. Okay, wir schauen noch mal kurz weiter rein. It only hears you when you use the wake word we chose. Alexa. Well, what does it do? Alexa, what do you do? I can play music, answer questions, get the news and weather, create to-do lists, and much more. Awesome. Huh. Alexa, play rock music. Rock music. So, das können wir leider nicht spielen. Da auch haben dieser Frame, du gerade gestoppt hast, sehr schön, wie die Mutter so... So jetzt als nächstes brüllt sie Alexa irgendwie an und dann sagt, nein, du musst gar nicht brüllen, er hört dich immer. Weil genau, wir haben voll gute Mikros da drin. Das ist echt cool. Vor allem ist es jetzt nicht auch mal so eine kurze, prägnante Einführung, sondern die erzählen die Lebensgeschichte von Alexa in diesem Video. Also es ist wirklich in jedem Raum und vor allem ist das, Alexa steht in jedem Tag irgendwo anders. Oder sie haben einfach 12 Stück gekauft, man weiß es nicht genau. Ich meine, das Lustige ist, der Spot ist eigentlich nicht schlecht, um die Funktion zu erklären, ja? Dann antworten also alle 12. Also der macht das schon gut, der Spot, aber also er erklärt die Funktion, aber er ist halt total aufgesetzt. Also es ist halt irgendwie total unglaubwürdig. Aber wie willst du so, also ich wüsste jetzt nicht, wie man so einen Spot glaubwürdig hinbekommen ist. Also da müsstest du schon die Besten der besten Schauspieler dahin setzen. Ja gut, aber das ist ja nun wirklich furchtbar. Also ich meine, da fehlen einem noch wirklich alle Worte, geht alles verloren, wenn man sich den Spot angeschaut hat. Also so Beispiele, die du fragen kannst, ist sowas auch wie add gelato to my shopping list. Ja, und wenn du Gelato zu deiner Shoppinglist hinzufügst, dann sollte eigentlich gleich irgendwie dir dein Supermarkt nie wieder was liefern. Ja, aber so heißt das halt nur mal in den USA. Nein, das heißt nicht so. Das heißt Ice Cream. Nein, das ist ein Unterschied. Das ist ein ganz gravierender Unterschied. Das hat vielleicht ein anderes Rezept, so wie die Nutella. Gelato ist das, was wir hier bekommen. So italienische Eiscreme. Ice Cream ist irgend so ein Rotz. Ja, ist Plastik mit Eis drin. Ja, ganz genau. Sie haben Farfield Voice Recognition drin, na gut. 7 Mikrofone drin. Das mag ja, also ich gebe Ihnen mal einen Pluspunkt. Die Spracherkennung im Fire TV ist echt gut. Mhm. Wenn die da auch so gut funktioniert, dann ist das schon mal ein Fortschritt über Siri. Ich finde auch, die Google-Spracherkennung funktioniert eigentlich recht anständig. Ja. Die Ergebnisse, die dann kommen, sind nochmal ganz was anderes. Dann ist ja nochmal eine andere Frage. Wenn du so wirklich, da fragst du ja offenere Sachen als jetzt beim Fire TV. Beim Fire TV sagst du ja nur, mach mal Netflix und dann ist die Auswahl schon relativ eingeschränkt, was er da möglicherweise finden kann. Ja. Was mich mit dem Gerät so ein bisschen irritiert, also sie verkaufen uns ja erstmal in dem Video auch als voll gutes Feature, hey, das steckst du an Strom an, das braucht doch überhaupt keinen Akku. Weil es hat keinen Akku. Mhm. Es muss also am Strom sein. So,
jetzt haben sie es tatsächlich in diesem Video in jeder Szene in einem anderen Raum. Ist jetzt der Plan, dass ich mir so ein Ding für jeden Raum kaufe? Oder ist der Plan, dass ich das Teil andauernd ausstecke oder anders wieder einstecke? Nee, der Plan ist, dass du das... Ich meine, also die meisten Leute haben ja dann auch nicht so große Wohnungen. Das tust du halt ins Wohnzimmer, wo du vielleicht auch oder Küche, wo du vorbeirennst, ja, und die Hände voll hast. Aber ich will mich davon ja wecken lassen. Keine Ahnung, ich möchte ja auch gleichzeitig beim Duschen meine Einkaufsliste aktualisieren. Ja, dann kriegst du 5 Stück davon. Auch gut. Ja. Okay. Nee, aber jetzt so die Diskussion, die dann auch so kam, so was macht Amazon da eigentlich? Ja, also alle 2 Wochen neues Gerät. So, ja. Wir haben die Fire TV, wir haben den Fire TV Stick, wir haben das sehr viele verschiedene Kindles, wo sie es jetzt nach 8 Jahren noch nicht geschafft haben, diese Umblätter-Buttons wirklich zurückzubringen, die sinnvoll wären. Ja. Wir haben verschiedene Tablets, die auf Android irgendwie laufen. Wir haben einen Regenbogen von Kram irgendwie. Ist das alles nur so Testballon? Wir schauen mal, was irgendwie hängen bleibt oder was wird das? Also so wirkt zumindest auf die Außenwelt so. Also Amazon kann es ja gerade leisten, so ein bisschen Sachen gegen die Wand zu werfen und schauen, was irgendwie funktioniert. Und sicherlich, ich meine, es wird sicherlich seine Interessenten finden, aber man sieht halt keine durchgehende Produktlinie irgendwie. Es ist halt irgendwie alles so ein bisschen, es hat so Krempel so irgendwie. Und ich wäre mir da jetzt auch nicht, es wirkt halt so ein bisschen ohne Vertrauen, weil du nicht weißt, ob das Amazon Echo irgendwie noch in 2 Jahren von Amazon geliebt wird und du das immer noch benutzen kannst auf die Art und Weise, wie das halt eine durchgehende Produktstrategie eigentlich vermittelt. Aber klar, gut, also dass sie halt irgendwie weiter dir Möglichkeiten schaffen wollen, dass du bei Amazon shoppst und so weiter, das ist verständlich. Und dass sie natürlich ihre Sprache trainieren wollen, um dann wieder mehr zum Shoppen anzuregen, ist auch irgendwie relativ verständlich. Deswegen versucht man dann irgendwie so Geräte anzudocken an diese, ich hätte schon sehr Experience gesagt, aber ja, an dieses die Möglichkeit dann irgendwie weiter einzukaufen. Deswegen, ich sehe da noch keine klare Strategie, aber es passt halt zu Amazon, ist das Lustige. Also das Amazon Echo passt irgendwie zu Amazon. Leo ist ja ein großer Freund von Geräten, die man sich zu Hause hinstellt mit so dauerlauschenden Mikrofonen. Ja. So wie dieses Netatmo, was während der WM dann irgendwie angezapft wurde, um Jubel zu messen. Da kann ja auch jetzt Amazon die Begeisterung zum Beispiel beim Gucken von einem Fußballspiel oder sowas messen. Ja, oder die Gelato-Begeisterung. Wir müssen dann vielleicht, wie oft Leute Gelato im Wohnzimmer schreien, plötzlich so aus dem Bauch heraus. Nein, ja, also weil diese ganze Sprachkiste, in der wir jetzt seit Jahren rumwursten, die ist ja natürlich bis zu einem gewissen Grad faszinierend und mit der Hoffnung verbunden, dass man eines Tages halbwegs sinnvoll mit diesen Geräten kommunizieren kann und dass du deinem Auto die Zieladresse sagen kannst, ohne einen Nervenzusammenbruch zu bekommen, und dass Siri dir tatsächlich die nächste Tankstelle nennt und nicht irgendwie 3 Reifenverklopper und einen geschlossenen Supermarkt. Also all das ist ja da, und ich kann mich dafür auch erwärmen, aber diese nächste Stufe, die ja auch, ich meine, bei OK Google und Hey Siri jetzt, oh, Entschuldigung, Siri ja auch und auch gegeben ist bis zu einem gewissen Grad, aber man kann es natürlich abschalten, vorhanden ist, aber jetzt diese Echo-Kiste, die basiert natürlich ja völlig auf dieser Funktion, also die legt es jetzt nun wirklich darauf an. Also das ist ja deren Hauptpunkt, dass du natürlich jederzeit mit dieser Box sprechen kannst und die dir irgendwelche dämlichen Antworten dann gibt. Und dafür, also ich meine, dafür, dass ich einen Lautsprecher habe, der mir die Uhrzeit sagen kann, also dafür mir was in mein Wohnzimmer zu stellen, was mir wirklich 24 Stunden in irgendeiner Form, ist irgendwo schon technisch erklärt worden, was die exakt machen mit diesen erhobenen Daten, in welcher Form die verarbeitet werden, aufgenommen werden, weiter. Always learning, always getting smarter. Ich meine, also und das auch, ich meine, das muss auch jemand merken, dass das sowieso schon längst in so einem Super-Creep-Territorium gelandet ist.
Also ich meine, das ist ja echt, also gerade in dem Werbespot eben, das haben wir ja gesehen, so ist always listening, ja, ja, hört immer zu, du brauchst gar nicht laut, du brauchst gar nicht zu schreien. Ich meine, also, ja, dass da keiner irgendwie im Hintergrund so eine Warnleuchte angegangen ist, so dem Regisseur von diesem dämlichen Werbespot, ich meine, dem war wahrscheinlich sowieso schon irgendwie, ja, der war wahrscheinlich sowieso schon woanders angekommen, aber das kann's einfach nicht sein und ich meine, Geld dafür zu bezahlen, ich meine, wenn überhaupt, müsste Amazon kommen und sagen, hier, wir schenken dir das, ja, aber ich meine, hier, hast du die Kiste, kannst du halt mal in deinem Wohnzimmer sprechen, dann willst du wenigstens, welche Gelato-Sorten du am liebsten magst. Ja, auf der anderen Seite, du zahlst, wenn du jetzt Prime-Kunde bist, zahlst du $99 dafür. Mhm. Das ist ja so der Preispunkt, den du für einen vernünftigen Bluetooth-Lautsprecher auch schon bezahlst. Und das kriegst du da schon mehr oder weniger geschenkt. Und ja, aber ohne Prime dann halt 200. Ja gut, aber wer hat denn kein Prime, ganz im Ernst? Nee, es gibt zwei, drei Leute. Ja, aber wer kein Prime hat, der stellt sich auch nicht so eine Amazon-Zuhörbox in sein Wohnzimmer. Dieser Handscanner für die Küche haben sie doch auch noch. Ja, so ein Gerät. Gab's auch noch, ja. Ja, ja. Der war gratis, oder? Wie war das bei dem? Oder sehr, sehr günstig? Den habe ich verdrängt. Der sah schon creepy aus. Ja, ja. Ich guck mal, ob ich den nochmal finde, aber das war halt aber so nur ein Barcode-Scanner für Shoppinglisten. Mhm. Ja. Nee, aber das Ding, was hier so den falschen oder den Eindruck einfach nochmal mehr verstärkt ist, dass du natürlich, du bist mit deinen Daten einfach du bist das Produkt mehr oder weniger, weil du denen die Daten speist. Und das ist hier mehr offensichtlicher als bei jedem anderen Produkt. Bei Xbox On, ja, da hatten wir die Diskussion auch, oh mein Gott, meine Xbox hört zu und so weiter. Da konntest du immer noch irgendwie sagen, ja gut, die schaltet sich dann ein und so weiter. Aber da wird die Diskussion groß, riesig groß. Bei Amazon Echo habe ich das Feedback gar nicht so negativ aufgenommen, obwohl hier viel offensichtlicher ist, dass die einfach an ihrer Datenbank, was Leute so von sich geben und was sie irgendwie wissen wollen, arbeiten wollen damit. Also es ist ja ein laufender Test, ein laufender Echtzeit-Dateneinspeisetest, so wie Google irgendwie die Suchergebnisse halt irgendwie abfängt. Lernt Amazon hier relativ offensichtlich und über deine gesprochenen Worte und Fragen und so weiter. Und deswegen, natürlich würde es mich interessieren, was in den ganzen Privacy-Einstellungen und Datenverarbeitungsgeschichten steht, aber für mich ist das relativ klar, dass das einfach dazu da ist, ja. Also das ist, deswegen stellst du das in die Wohnung, aus Amazons Perspektive. Und der Gegenwert, über den kann man da streiten, ob du halt irgendwie das eintauschen willst gegenüber der Information, wie hoch irgendwie der Kilimandscharo ist und so weiter. Ich möchte das gar nicht negativ, und ich bin ja auch bei der ganzen Diskussion um diese ganzen Privacy-Geschichten bin ich relativ offen, muss ich sagen, aber das sollte einem schon klar sein, dass man hier Datenlieferant ist. Ja, aber ich glaube, das ist vielen Menschen auch egal. Also mal ganz abgesehen davon, was man eh so von sich selbst preisgibt im Netz. Mhm. Und ich meine, im Zweifel sind das halt dieselben Menschen, die sagen, ja, ist doch okay, wenn die NSA uns abhört, ich habe doch eh nichts zu verbergen. Und klar, die sagen, das läuft vielleicht so ein bisschen in dieselbe Richtung. Ich denke, da gibt es viele Leute, denen ist das relativ wurscht. Die gehen davon aus, okay, das Ding hört mir nur zu, wenn ich jetzt seinen Namen sage. Und vielleicht, wahrscheinlich tut es das Gerät auch. Und alles andere ist mir dann egal, weil dadurch kriege ich für wenig Geld einen Lautsprecher in meinem Wohnzimmer, der die Musik spielt, die ich hören will, und mir auch noch dumme Fragen beantwortet. Naja, ja, da würde ich auch gar nicht gegen argumentieren, ehrlich gesagt. Es heißt Dash. Der Scanner heißt Dash. Und funktioniert mit dem Amazon Fresh Lebensmittel- und Verbrauchsmaterialkram in den USA. Ist größer, als man auf den Fotos meint. Also ist so V-Mode groß und hat halt einen Scanner drauf und hat auch die Spracherkennung drin. Ne? Also kannst auch mit dem Ding reden und du kannst Barcodes damit scannen. Ich meine, im Moment, also mein, abgesehen von der Musikfunktionalität, dass du halt sagst, so spiel jetzt Musik ab, bla bla bla, oder irgendein Genre vorgibst oder von mir aus auch irgendein Künstlernamen oder Albennamen oder was auch immer, von dieser Musikfunktion abgesehen, ja, dann hast du natürlich die Alarmkomponente und also typisch Alarmtimer und so weiter, also wecken und irgendwie 3 Minuten, setzt den Timer auf 3 Minuten. Okay, ja, nachvollziehbar, vielleicht auch nicht allzu unsinnig.
Ja gut, dann kommt es halt schon wieder in so schwammigeres Territorium. Ja, also ich meine, Neuigkeiten, Wetterinformationen, das ist irgendwie alles Quatschkiste. Und die Uhrzeit, großer Quatsch. Und Fragen und Antworten, irgendwie Wikipedia-Antworten. Ich meine, dann eben, dafür brauchst du doch echt keine Box ins Wohnzimmer zu stellen. Also das ist, die Frage ist ja, worauf läuft das Ganze hinaus? Weil wenn das nämlich wirklich letztendlich natürlich dann auch einfach, und dafür bietet sich ja nun mal an, dafür gedacht ist, dass du eben deine Einkaufsliste ergänzt und sagst hier, ich brauche noch das und das, dann ja, dann nimmt dich diese Box und Amazon ja auch, nimmt dich ja einfach so als so ein Shopping-Monster wahr, dessen komplettes Leben irgendwie daraus besteht, irgendwelche Produktwünsche zu äußern und diese dann zu kaufen. Und dafür stellst du dir dann so eine Box ins Wohnzimmer. Das